Und weiter geht's. Herzlich willkommen und Happy Cow Slaughtering Day. Wir werden jetzt nämlich dafür sorgen, dass wir etwas wie eine kleine Bibliothek oben in unseren Dachboden bauen, damit wir unsere Tools noch wirksamer verzaubern können, als das jetzt möglich ist. Weil momentan haben wir zwar ein Verzauberungsdingsy, aber nicht wirklich viel Wumms dahinter. Das heißt, wir könnten irgendwie zwar unsere Sachen verzaubern, aber die Verzauberungen wären ein wenig defizitär. Und dem wollen wir entgegenwirken, indem wir jetzt nämlich hier draußen rumlaufen und alle freilaufende Kühe umbringen. Während unsere eigenen im Gehege wachsen. Und keine Sorge, die spawnen nach hier. Das ist nicht wie in der echten Welt, dass wenn man alle Exemplare, die in der freien Wildbahn rumläuft, dass man dann keine mehr kriegt, sondern die tauchen dann einfach weiter zufällig auf hier. So, also ein Aussterben der freilaufenden Pilzkühe ist relativ unwahrscheinlich. Hallo. Hallo. Da. Okay. So. Und es wird schon wieder dunkel. Da hinten ist noch eine Kuh. Sehr gut. 11. Okay. Wenn wir noch eine Kuh kriegen, dann haben wir 12. Dann können wir 4 Bücher machen. 4 Bücherregale, meine ich. Das hilft uns schon mal. So. Okay, 14. Eine noch. Dann haben wir 5 Bücherregale. So. Das sollte reichen. Das wird aber schon echt bös düster. Okay. So, 18 Bücher, das sind 6 Regale. Ich hätte da jetzt auch wieder Schilder draus machen können, aber nehmen wir mal hier das Holz, was wir schon vorbereitet haben. Und dann machen wir hier die Regale, 6 Stück, sehr gut. So, und das müssen wir jetzt so um unser... Wollen wir erstmal schlafen? Wir schlafen erstmal. So, da sind wir. Das müssen wir so um unserem Enchanting Table aufbauen. So zum Beispiel. So, mal gucken. Was können wir jetzt? Efficiency 2 immerhin. Und es kostet 3 Lapis Lazuli. Okay. Das heißt, wir brauchen Lapis Lazuli und wir brauchen noch viel mehr von diesen Enchantment Tables. Können wir gucken, ob wir irgendwas auf unser Schwert legen können, damit wir mehr. Aber da sollten wir erst ein neues Schwert machen, weil das ist fast kaputt. Ja, ja. So. Coolio. So. 11, okay. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir das auf unser Schwert machen hier.
So, dann brauchen wir zuerst den Gegenstand, den wir verzaubern wollen. Der kommt hier hin. Hier sehen wir dann für 1 Verzauberungslevelpunkte kriege ich Sharpness, für 2 kriege ich Knockback und für 3 kriege ich Unbreaking. Unbreaking heißt, es ist dauerhafter. Aber da fehlt mir noch ein Level. Das heißt, ich muss noch ein Level kriegen und dann kann ich hier Unbreaking machen. Und Unbreaking 2 ist schon mal gar nicht schlecht. Das heißt, dass mein Schwert nicht so schnell kaputt geht. Das ist eine gute, wie man sich denken kann, Sache. Oh, wow. Das, guck mal, der Rasen hat sich schon ganz schön ausgebreitet hier. Aber ist halt noch nicht da. Gut. Dann wollen wir mal gucken, ob wir noch eine Kuh finden oder 2. Da siehst du, obwohl wir eben vermeintlich alle umgenietet haben, ist hier noch eine. So. Da hinten laufen auch noch wieder welche, oder? Nee, das sind Pilze, aber ich höre doch was. Irgendwas bewegt sich hier. Da unten. So, 3 Leder. Haben wir gar kein Papier mehr? Ist das ganze Papier auch weg? Das ist ja nicht gut. Ist ja natürlich ungünstig, wenn wir jetzt jedes alles Leder der Welt haben, aber kein Papier. Also vielleicht sollten wir doch irgendwann eine, je früher desto besser, eine elektronische, hätte ich jetzt beinahe gesagt, eine automatische Farm für Zuckerrohr bauen. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Okay, da hinten ist noch eine, siehst du mal. Hier, wo es an den Rasen grenzt. Stehen bleiben! Halt stehen bleiben, Polizei! Ah. Zack, okay. 4 ist nicht so teuer, aber dafür 35 Rindfleisch, wow. So, mal gucken, wo wir hier hinkommen. Ja, hier sind irgendwie keine Kühe. Hier sind Schweine, aber Schweine geben kein Leder. Oh, da hinten sind Kühe. Das ist zumindest eine. Und zwar eine reguläre Kuh, keine Pilzkuh. Aber gab kein Leder. Verdammte Axt. Oder verdammtes Schwert in dem Fall. Aber wir haben jetzt 12 Level. Heißt das nicht, dass wir jetzt auch unsere Verzauberung machen können? So sieht das Haus also von hinten aus, auch nicht schlecht.
Ja, diese Ecke da oben, das ist hat eigentlich was sogar schon fast. Haben wir hier noch Papier? Nein, das Papier ist alles alle. Okay. Überlegen wir mal, was brauchen wir für eine automatische Zuckerrohrfarm? Wir brauchen unten brauchen wir einen Aufsammelmechanismus, den wir aus Schienen machen. Für Schienen brauchen wir Gold, brauchen wir auch. Wir brauchen Redstone, wir brauchen Eisen und wir brauchen Holz. Nehmen wir mal die hier. So. Dann brauchen wir einen Trichter und ein Holz haben wir noch, okay. Wir brauchen einen Trichter und drei Kisten. Können nur zwei haben jetzt erstmal. Okay, wir brauchen eine dritte Kiste. So, dann brauchen wir einen Trichter. Dann brauchen wir einen Minecart. Ein Trichter-Minecart und noch ein Trichter, oder? Brauchen wir noch einen Trichter? Ja, brauchen wir. Und brauchen wir noch eine Kiste, ne? Aha, toll. Dann brauchen wir Power Drill und zwar eins, sechs reichen, glaube ich. Dann machen wir hier. Auch noch mal sechs raus. So. So, das sollte eigentlich erstmal reichen fürs System, fürs Liefersystem. Und ich denke mal, das können wir hier hinbauen, die Maschine. So, wir brauchen auf jeden Fall Wasser in der Mitte, weil Zuckerrohr wächst nur, wenn Wasser dazwischen ist. Und wir nehmen mal die Kiste. Packen wir dann später noch eine Kiste daneben. Aber die Nummer 1 machen wir mal hier hin. Und dann lassen wir den Hopper hier reinführen. Da. Und dann brauchen wir mal gucken, ob wir irgendwas Schickes haben hier in unserer schicken 40. Ja, das ist gut. Dann brauchen wir hier. Ah, stopp. Was soll das? So, einen Unterboden, wo. Ach, das Muster, da kommt es nicht so drauf an. Das sieht man nachher eh nicht. So, hier geht das längs. Warte mal, ich muss das hier durch. Muss das ja auch, weil das vielleicht im Wasser landet, ne? Ja, okay. Machen wir das mal alles voll hier. Und dann ist auch schon wieder Nacht.
Immer wieder Nacht, immer wieder Nacht. So, okay. Mal gucken, was war das? Orange war da, ne? Orangen Terrakotta. Das können wir alles mal hier reintun. Die brauchen wir erstmal nicht. Oh, warte, ich brauche gar keine Orangen-Terrakotta mehr. Das ist zu spät. Ne? Wird das schon hergestellt. Weil, wir in der Mitte. Das hier machen. So. Und dann nehmen wir nämlich diese Rotsteinblöcke. Die tun wir hier rein. Und dann können wir nämlich die Schienen legen. Und zwar ist es wichtig, dass das hier rüber geht, weil wenn ein Minecart mit Hopper hier rüber fährt, dann wird er automatisch entladen und das landet in der Kiste. So, also fangen wir mal hier an. Wie machen wir das? Wir gehen von hier. Oh, warte. Da nehmen wir den Beschleunigungsdingsy. So. Oh, scheiße. So wollte ich das nicht. Gehen wir einfach mal so vor. So. Okay, ist eigentlich egal. Wir haben jetzt hier eine Bahn zu viel gemacht. Die machen wir mal wieder weg. Ich glaube, es sind eher zwei Bahnen zu viel, aber das macht nichts. So, und dann hier kommt das Wasser hin. Okay. Dann müssen wir hier die Erde hinmachen. So. Ja. Dann brauchen wir Half Slabs, damit wir hier Wasser reinmachen können. Okay, und dann wird das schon alles irgendwie. Dann brauchen wir sowieso Steine zum Verkleiden noch. Bin mir noch nicht ganz eigen, was wir da machen. Wir könnten hier den Andesit nehmen. Davon haben wir ein bisschen was und der sieht ganz ordentlich aus. Oh, und hier aus den Steinen können wir tatsächlich Half Slabs machen. Ein paar, wie viel brauchen wir? Zwei. So, das reicht hoffentlich. Und aus dem Rest machen wir Stone Bricks. Ja, dann sollten wir genug haben zum Verkleiden. So. Goodie. So. Das ist alles gehalfslappt. Das ist nicht schlecht. Dann fangen wir mal hier an. Direkt darüber, über die Kiste können wir nichts machen. Dann geht die Kiste nicht mehr auf. So. Oh ja. Was wir machen müssen, ist erst den Kart reinsetzen, auch wenn uns das geräuschlich ärgern wird. Weil der ist jetzt die ganze Zeit in Bewegung. Da müssen wir mit umgehen jetzt.
So. So. Oh, stopp. Hätte hier auch Glas reintun können, damit man sich angucken kann, wie der Minecart hin und her flitzt, aber auch das wird langweilig. So, stattdessen machen wir das hier mal frei, damit wir hier noch eine zweite Kiste hinstellen können. Oh ja, und das machen wir mal voll mit Sand. So, jetzt brauchen wir erstmal hier ein paar Stufen nach oben, damit wir hier rankommen. Wäre schön. Und dann müssen wir das Ganze bewässern. Jetzt machen wir mal hier einen kleinen Pool hin, damit wir uns das Wasser hier rausholen können. Normalerweise ist das nicht die erste Farm, die ich baue, aber also die erste automatische, aber das machen wir jetzt mal. So, jetzt brauchen wir hier, können wir vielleicht Terrakotta dazwischen machen, dann sieht es ein bisschen farbenfroher aus. Brauchen wir eine Reihe Blocks. Und auf der anderen Seite auch. Gut, dann brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 Pistons. Da brauchen wir das, wir brauchen Redstone dazu, wir brauchen, ich glaube, ganz normalen Kobbel und Holz brauchen wir dazu. Holz, nehmen wir mal das und und Cobblestone. Cobblestone ist hier unten, ist Cobblestone. Sehr gut. So, 18. Wow. 18 ist eine Menge. Achso, ich habe kein Holz. Ich habe nur, beziehungsweise ich habe keine Planken. Ich habe nur Holz. So. Jetzt aber. Da. Davon brauchen wir noch zwei mehr. Wo ist das Problem? Cobble fehlt. Okay, Cobblestone. So. So. Was wir jetzt damit machen, ist nämlich... Also, ich erkläre euch mal, wie die Farm funktionieren soll. Also das da unten ist nur, soll alles einsammeln, was runterfällt. Was wir hier machen ist, hier vorne pflanzen wir das Zuckerrohr und wir machen hier eine Vorrichtung, die das Zuckerrohr, wenn es halt zu hoch wächst, automatisch aberntet und das landet dann hier irgendwo, wo es eingesammelt wird, unten von diesem
Hopper. Und das ist falsch rum, weil der Hopper muss natürlich noch, das Pisten muss nach innen zeigen hier. Wieso? So, das ist eine Richtung. Oh, das ist Richtung 2. So, und da oben brauchen wir jetzt Beobachterblocks, damit wir die dahin bauen können, müssen wir hier jetzt aber oben noch Blocks, wo wir dann drauflaufen können, hinbauen. So, und es wird schon wieder nach. Aber dafür ist mein Rasen fast angekommen. Es dauert nicht mehr lang hier. Das wird eventuell ein Problem, aber warte mal, das beheben wir gleich. Und auf der anderen Seite müssen wir das Gleiche machen. Dazu brauchen wir noch mehr von den Blocks. Okay. Die brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen noch mehr Redstone. Befürchte ich. Und wir brauchen Observer-Blocks. Das. Mal gucken, ob wir. Können wir schon Observer-Blocks bauen? Ja. 9 Stück. Wir brauchen 18. Die Observer-Blocks gucken, ob sich was verändert hat, und dann geben die ein Signal. Und die Idee hinter der Farm ist, dass die Observer-Blocks gucken, ob das Zuckerrohr schon genug gewachsen ist. Und wenn, dann geben die ein Signal und der Piston wird ausgelöst und das Zuckerrohr landet unten und dann schlussendlich hier unten in der Kiste. Das ist zumindest die Theorie. Okay. So, mal gucken, ob wir das hier nicht auch ausbauen können. So. Gut. Wie muss ich euch jetzt hier hinsetzen? So? Ja. Wie gesagt, das einzige Problem hier ist, die müsste relativ verlustfrei sein, die Farm. Das heißt, nichts landet daneben und wird nicht eingesammelt. Das hier ist quasi Kupferleitung im Prinzip in Minecraft. Macht man das aus diesem Redstone, kann man so Stromleitung machen. Und jetzt kann ich gleich mal demonstrieren, wenn wir hier... Wie viel brauchen wir? 18, ne? Ja. 8 haben wir. 8 ist zu wenig. Jetzt haben wir 25. Sehr gut. So. So, probieren wir mal aus, ob das funktioniert jetzt. Dann müssen wir das Ganze noch irgendwie verkleiden, dass es schicker aussieht hier. So.
bisschen Glas vorne und hinten hin noch. So, so, das wächst. Dann sieht dieser Block hier, man sieht auch das kleine Gesicht da drauf, der sieht, aha, ist gewachsen und löst dann diesen Pisten aus. Beziehungsweise, da die vernetzt sind, werden immer alle Pistons gleichzeitig ausgelöst. Das können wir mal eben demonstrieren. Funktioniert. So, und hier unten müsste jetzt auch einer drin sein, siehst du. Funktioniert. Das funktioniert. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir heute sogar was geschafft, was? Wo ist eigentlich das restliche... Naja, so viel zu dem Quarz. Das kann in die andere Kiste. So, haben wir sonst noch irgendwas, was hier reingehört? Das Eisen, ja. Gut. Hier das Holz rein. So, hier das Sand rein. Oder den Sand, wenn wir ganz korrekt grammatikalisch sprechen wollen. Die kommen hier rein. Das kommt da rein. Dann brauchen wir noch Glas. So, dann hoffen wir mal, dass hier keine Monster drin spawnen. Und vielleicht sollten wir hier oben Licht reinmachen. Das wäre auch noch eine Idee. So, Licht. Haben wir noch Kürbisse irgendwo rumliegen? Noch ein paar Kürbisse. Sehr gut. Nach dem gleichen Prinzip kann man auch eine Kürbisfarm machen, aber die brauchen wir im Moment noch nicht. So, 8. Wir brauchen Fackeln. Da haben wir. Okay. So. Okay, dann würde ich sagen, haben wir das auch schon wieder für heute. Mal schauen, wie unsere Autofarm funktioniert. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt... alles Gute zum Valentinstag. Ja, bis dann, like das Video, schreibt einen Kommentar und so weiter und so fort. Bis dann. Ups. Ah, warum komme ich da nicht rauf? Warte mal, das ist doch echt unglaublich. Ah. Warte mal. Das ist unglaublich, dass ich immer noch aufnehme, obwohl ich eigentlich schon Tschüss gesagt habe. Aber okay. Bis denn. Und schreibt einen Kommentar in die YouTube-Spalte. Bis denn und bis denn.